Hey Leute, das ist nur ein ganz kleines, spontanes Video und ich weiß, andere YouTuber werden euch jetzt mit Weihnachtskram überhäufen, irgendwelche Verlosungen machen oder sonst was und oder ein Special und ich muss ganz ehrlich sagen, das mache ich nicht. Erstens, weil ich komischerweise sehr unmotiviert war im Dezember, das lag nicht an euch und das liegt auch nicht so an YouTube. Ich weiß, jeder YouTuber macht gerade im Dezember 2 Millionen Videos, weil die Werbung besser bezahlt, wenn man mehr einnimmt. Aber ich hatte irgendwie überhaupt keine Motivation im Dezember. Ich wollte einfach, ja, keine Ahnung, zu Hause sitzen und sonst was machen. Aber ich wollte euch trotzdem, nachdem ich jetzt 10 Minuten über mich geredet habe, nein, okay, jetzt noch keine Minute, auf jeden Fall wollte ich euch ein schönes Weihnachtsfest wünschen, wenn ihr Weihnachten feiert. Wenn ihr kein Weihnachten feiert, ist es auch okay. Meine beste Freundin feiert es auch nicht. Kriegt trotzdem von mir ein Geschenk aufgedrückt, ob sie möchte oder nicht. Und einfach, dass ihr ein bisschen die Zeit mit eurer Familie genießt und nicht denkt, dass Weihnachten wirklich nur um Verlosungen geht, wie es euch irgendwelche YouTuber eintrichtern oder um die geilsten Geschenke, weil das ist irgendwie überhaupt nicht. Und wenn jetzt irgendjemand ankommt und sagt, ja, es geht ja um Jesus, dann muss ich halt von meiner Seite aus sagen, nee, mir geht es auch nicht um Jesus, es ist für mich eigentlich auch scheißegal, nicht böse nehmen. Für die Gläubigen unter euch bitte nicht böse nehmen. Aber es geht einfach darum, allein aus Tradition mit seiner Familie Zeit zu verbringen. Und das merke ich gerade jetzt. Es ist das erste Weihnachten, wo ich halt alleine bin. Beziehungsweise ich habe Suri, aber ich bin halt ohne meine Eltern. Und ich fahre zwar heute hin, also heute ist der 24. Und ich fahre zwar hin und ich bleibe auch bis zum ersten Weihnachtsfeiertag und komme erst dann wieder zurück. Also ich übernachte auch da. Aber irgendwie ist es trotzdem anders gewesen. Die ganze Vorweihnachtszeit war für mich total anders. Und Suri quiekt gerade die Rennmausbabys an, die im anderen Terrarium sind. Es war einfach, ich weiß nicht, es war komisch, nicht mit seinen Eltern die Zeit zu verbringen und nicht jeden Tag seine Eltern zu sehen. Und halt, ich hatte überhaupt nicht geschmückt, weil ich keine Lust hatte zu schmücken. Vor allem, was soll ich alleine schmücken? Das hat mich nicht interessiert. Und das heißt, ich hatte irgendwie überhaupt keine Weihnachtsstimmung, auch weil es so warm war. Und was ich euch sagen möchte, ist eigentlich nur, wenn ihr noch zu Hause wohnt, auch wenn Eltern nerven und wenn es halt Weihnachten richtig stressig ist, genießt diese Zeit. Ihr werdet es auf jeden Fall vermissen, wenn ihr allein wohnt. Und für die, die von euch allein wohnen, den wünsche ich, dass ihr trotzdem mit ihrer Familie feiert und trotzdem ihre Familie sehen. Und auch die Leute, die kein Weihnachten feiern, weil sie nicht dran glauben oder weil sie einen anderen Glauben vertreten, nehmt doch einfach heute mal eure Eltern in den Arm und sagt ihnen, wie lieb ihr sie habt. Weil ich finde, darum geht es um Weihnachten. Darum geht es mir auf jeden Fall um Weihnachten. Halt Zeit zu verbringen mit Leuten, die man eher nicht sieht. Ich weiß, als ich ein Kind war, da haben wir noch bei meiner Oma gefeiert. Die ist dann leider ziemlich schnell an Krebs gestorben, als sie noch sehr, sehr jung war. Und dann ist unsere ganze Familie eigentlich auseinandergebrochen. Es gibt so viele Menschen, die ich seit Jahren nicht mehr gesehen habe, dass ich gar nicht mehr weiß, ob sie überhaupt noch leben. Weil wir uns eigentlich nur da getroffen haben. Und sie so ein Anker in der Familie war, sag ich mal. Und das war immer sehr schön. Und das vermisse ich so ein bisschen. Ich meine, momentan, beziehungsweise ist es halt so, ich bin Einzelkind und ich habe nur mich und meine Eltern und Suri. Und wir feiern halt zu viert das Weihnachten. Und es ist auch okay. Und ich habe meine Eltern natürlich auch total lieb. Aber wenn ihr wirklich eine große Familie habt, dann seid froh, auch wenn ihr sie halt nervig findet. Wenn es dann die nervige Tante gibt, die einen irgendwie in die Wangen kneift. Oder der nervige Onkel, der tausendmal dasselbe erzählt. Seid einfach froh, dass ihr diese Familie habt und dass sie da sind, weil das ist eigentlich das Wichtigste und das ist das, worum es halt im Weihnachten geht, für mich auf jeden Fall. Was vor 2000 Jahren in Stell passiert ist, wenn es denn so passiert ist. Ich weiß, die Gläubigen werden sagen, es ist so passiert. Die Leute, die historisch bewandert sind, werden sagen, naja, Mann, das Datum ist noch nicht so fest, man weiß nicht, ob es dann passiert ist. Und Atheisten werden eh sagen, ist nicht passiert. Na, ich denke schon, also es wird ein Kind geboren worden sein, es werden bestimmt noch Kinder im Stall geboren worden sein, es wird auch Jesus vielleicht im Stall geboren worden sein. Das Datum, wie gesagt, ist nicht fest, das ist alles ein bisschen historisch nicht belegbar, aber es ist ja scheißegal, darum geht es mir persönlich nicht. Und ich denke mal, jeder sollte halt selbst sehen, um was es einem persönlich geht. Man könnte natürlich auch hinterfragen, wenn man denn jetzt gläubig ist, warum man halt jetzt anderen Geschenke macht, weil da ein Kind geboren wird, aber okay. Auf jeden Fall, worauf würde ich hinaus? Auf jeden Fall ist es nur ein ganz schnelles, improvisiertes Video. Kein großes Weihnachtsspecial, kein großes Taram-Pam-Pam-Pam, kein großes Terra. Einfach ein bisschen, ich plaudere mit euch, ihr antwortet mir nicht. Natürlich könnt ihr mir natürlich könnt ihr mir gerne in den Kommentaren antworten. Und ich versuche auch auf so viele Kommentare einzugehen, wie es geht. Ich werde meinen kleinen Laptop mitnehmen zu meiner Familie und dann halt da ein bisschen gucken oder am Handy auch Kommentare beantworten. Also schreibt mir einfach mal eure Weihnachtsgeschichten rein. Was ist für euch das Schönste an Weihnachten? Was war euer schönstes Weihnachten überhaupt? Würde mich wirklich mal interessieren. Und ich weiß nicht,
könnt mir ja sagen, wie es für euch ist, aber ich finde, wir sind auch so eine kleine Familie. Jedenfalls die Leute, die aktiv in der Community sind. Ich habe übrigens einen Discord-Server, da könnt ihr auch aktiv sein. Nee, ich finde, ich weiß nicht, YouTube ist für mich so eine kleine Familie geworden. Und jetzt meine ich nicht nur Josh, Alfred und Cookie damit, sondern halt auch die Community, Leute, die man unter jedem Video sieht, Kommentare, die man liest. Und natürlich kenne ich auch einige Namen von euch. Und ja, es sagt mir halt was. Und ich kenne euch und ich weiß, wer wann kommentiert und ich weiß, wer oft kommentiert, auch wenn viele denken, das würde mir überhaupt nicht auffallen oder ich würde nicht antworten. Ich lese wirklich jedes Kommentar, auch wenn ich dann meist, ganz ehrlich, gebe ich zu, auch oft vergesse zu antworten, weil ich dann einen Kommentar lese und denke, so, ah, da kannst du drauf antworten, dann macht Suri irgendeine Scheiße und dann, ja, war es das wieder. Aber ich schätze das sehr und ich bin euch auch sehr dankbar und auch sehr dankbar, was ihr dieses Jahr über für mich getan habt oder mit mir getan habt und dass ihr mich überhaupt gefunden habt. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch hier auch auf dem Kanal und ja, dass ich euch halt ein paar Werte vermitteln kann. Das hoffe ich natürlich auch, weil ich finde, diese Welt ist ziemlich, ja, schlappschwänzig geworden, kann man auch so sagen. Ich versuche natürlich auch, ein paar Werte von mir weiterzugeben. Und ich finde, wenn jeder in der Welt ein bisschen offener wäre, seine Meinung offen sagen würde, Kritik äußern dürfte und jeder halt ein bisschen mehr Rücksicht aufeinander nehmen würde, aber auch, dann wäre es alles viel besser. Und ich finde, Weihnachten ist gerade so ein Fest, wo das gerade bei mir in der Familie sehr wertvoll ist, dass man das so macht. Denn es gibt eigentlich Weihnachten die meisten Streits. Weil jeder im Stress ist, jeder will das beste Geschenk kaufen. Natürlich habe ich für meine Eltern auch Geschenke, aber eher was vom Herzen. Ihr könnt mir ja reinschreiben, was ihr für eure Eltern habt. Ich habe für meine Eltern so ein Buch, was ich an die liebe Papa und was ich an die liebe Mama. Das kann man halt so selbst ausfüllen. Ich sag euch, das war eine irre Arbeit. Ich glaube, ich saß an jedem Buch 6 Stunden, 7 Stunden pro Buch. Das war eine megamäßige Arbeit, aber ich hoffe, es hat sich gelohnt. Und es ist halt so ein bisschen was Persönliches und ich hoffe, es gefällt Ihnen. Ihr könnt mir natürlich reinschreiben, was ihr euren Eltern schenkt oder euren Geschwistern oder Freunden. Meine Freundin bekommt auch was, was sage ich jetzt aber nicht. Und dann weiß es schon vorher. Also, ja, das war jetzt. Ich habe überhaupt nichts geschrieben oder so, das war jetzt alles improvisiert. Und ich hoffe auf jeden Fall, ihr habt ein wunderschönes Weihnachtsfest und ja, seid bei denen, die ihr liebt. Auch Freunde oder Familie ist eigentlich egal. Freunde gehören bei mir auch zur Familie. Und habt einfach ein paar schöne Tage. Es ist ja schulfrei für jeden. Also, ja, macht's gut. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns nach Weihnachten wieder. Bis dann. Ciao.